Guten Nachmittag, sehr verehrte Interessierte am öffentlichen Beschaffungsrecht. Ihr seid sicher alle freiwillig interessiert am öffentlichen Beschaffungsrecht. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Verdauungssession. Es geht darum, das Mittagessen und das Beschaffungsrecht zu verdauen. Dazu haben wir gute Hilfe, ausgezeichnete Hilfe, drei Referentinnen und Referenten, die je ein Thema aus den aktuellen rechtlichen Grundlagen oder den werdenden rechtlichen Grundlagen behandeln werden heute Nachmittag. Wir haben vorgesehen, sie der Reihe nach vortragen zu lassen und nicht alle drei parallel. Aber wir haben vor allem auch vorgesehen, jeweils eine Interaktion stattfinden zu lassen, entweder während oder nach dem Referat. Das Topo ist relativ einfach. Wir beginnen jetzt und um 15 Uhr soll es zu Ende sein. Ich heiße neben Ihnen eben diese Referentinnen und Referenten herzlich willkommen. Thomas Fischer, nicht verwandt mit mir, aber wo es Wasser hat, da gibt es Fische und wo es Fische gibt, da wird gefischt, auch im öffentlichen Beschaffungswesen. Da zieht man manchmal einen Fisch raus. Er ist Leiter der Beschaffungskonferenz des Kantons Bern. Pandora Kunz, Rechtsanwältin von Walderwies und Partner. Immer wieder im öffentlichen Beschaffungsrecht unterwegs. Meistens in Verfahren oder vorher, damit es keine Verfahren gibt. Und Herr Noos Matti, Jurist und Wirtschaftsinformatiker von der EFK, von der Eidgenössischen Finanzkontrolle, die uns immer wieder sehr liebenswürdig begleitet. Ich beginne mit Herrn Thomas Fischer. Er ist Rechtsanwalt, für dieses Thema soweit nicht ganz erstaunlich. Er sitzt der Beschaffungskonferenz des Kantons Bern vor. Er leitet die Arbeitsgruppe ICT-Beschaffungen der SIG, der Schweizerischen Informatikkonferenz, und unterrichtet Beschaffungsrecht und Methodik an der Berner Fachhochschule, Universität und an der Universität Bern. Er wird uns den aktuellen Stand der BÖB und IFÖB-Revision darlegen und insbesondere die neuesten Entwicklungen dazu sozusagen den Rahmen stecken, wenn wir wollen. In seinem Referat darf interagiert werden, das heißt Zwischenrufe nicht bloß erlaubt, sondern vielleicht auch erwünscht, allerdings immer anständige. Aber da ist ja nichts anderes zu erwarten. In diesem Sinne, los! Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen in den nächsten 20 Minuten oder 30 mit Interaktionen einen kurzen Überblick über die neue Gesetzgebung, wie sie im Moment steht, geben, bevor dann meine Kollegin, mein Kollege zwei Detailthemen beleuchten werden. Ich möchte Ihnen zuerst einmal kurz den Kontext darstellen. Worum geht es bei der Gesetzesrevision überhaupt? Was ist der Stand der aktuellen Gesetzgebungsbemühungen? Was hat, seitdem ich diese Präsentation oder eine ähnliche vor einem Jahr gehalten habe, geändert? Keine Angst, ich versuche, das Déjà-vu zu begrenzen, indem ich die Schwerpunkte ein bisschen anders setze. Und da möchte ich ein paar Einzelfragen mit Ihnen betrachten, die aus meiner Sicht für die Beschaffungspraxis auch oder insbesondere im Bereich der ICT von besonderer Bedeutung sind. Und da möchte ich noch versuchen, ein Fazit zu ziehen. Worum geht es? Wieso revidieren wir die Beschaffungsgesetzgebung in der ganzen Schweiz? Das GPI ist vielen von Ihnen vielleicht schon ein Begriff, das Veto-Beschaffungsübereinkommen. Das wurde revidiert und zwar schon vor mehreren Jahren. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist die Schweiz jetzt das letzte Land, das das revidierte GPI noch nicht ratifiziert hat, nach Aserbaidschan, glaube ich. Und der Grund dafür ist einfach, das ist unser verknorzter Föderalismus, wo andere Länder vielleicht eher so eine Machtvertikale haben, ist das bei uns eine Machtfläche. Das heißt, nicht nur die
nicht nur der Bund, sondern auch die einzelnen Kantone müssen das Jeep hier jeweils in ihre Beschaffungsrechte umsetzen. Auf der Ebene des Bundes mag das ja noch funktionieren, aber auf der Ebene der Kantone wird es komplizierter. Es gibt eine interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, IFÖB, ein Konkordat, dem alle Kantone angeschlossen sind und das die Grundsätze des kantonalen Beschaffungsrechts wiedergibt und auch die Grundsätze des übergeordneten Rechts natürlich umsetzt. Und man hat sich jetzt entschieden, nach einer aus meiner Sicht leider gescheiterten Versuch, das Beschaffungsrecht zu nationalisieren, hat man sich jetzt dafür entschlossen, dass man eine parallele Gesetzgebung macht. Das heißt, der Bund und die Kantone in der IFÖB haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt und haben jetzt einen Gesetzestext entwickelt, der zu Größenordnung 90 oder 95% zwischen dem Bund, also BÖB, und dem Kanton, also IFÖB, identisch sein soll. Damit will man, was aus meiner Sicht längst überfällig ist, ein schweizweit harmonisiertes Material, harmonisiertes öffentliches Beschaffungsrecht herbeiführen, um damit auch dem Binnenmarkt Schweiz in diesem Gebiet endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Was sind die Kernpunkte des neuen Rechts? Einmal hat man eine inhaltliche Überarbeitung gemacht und damit die ganzen Entwicklungen des Beschaffungsrechts, auch des internationalen Beschaffungsrechts der letzten Größenordnung 10 bis 15 Jahre ins Gesetz geschrieben, einerseits der Entwicklung, aber auch vor allem der Rechtsprechung. Man hat jetzt die Terminologie, die Leserinnen und Leser der einschlägigen Literatur bereits kennen, objektiver Geltungsbereich, subjektiver Geltungsbereich, was ist eigentlich ein öffentlicher Auftrag, solche ziemlich grundsätzlichen Sachen, die sich heute eigentlich nur aus der Lehre und Praxis ergeben, schreibt man jetzt ins Gesetz. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Einführung von flexibleren Beschaffungsmethoden, die sich hauptsächlich im Beschaffungsrecht der Europäischen Union schon seit, glaube ich, ein oder zwei Revisionsrunden bewährt haben. Dazu gehören Elemente, auf die ich später noch kurz eingehen werde, wie der Dialog, die Rahmenverträge und elektronische Auktionen. Ein Kernpunkt und einer der am heißesten umstrittenen Punkte sind die Möglichkeit von Verhandlungen. Im kantonalen Recht sind die heute grundsätzlich verboten, im Bundesrecht grundsätzlich erlaubt. Und wie man das jetzt vereinigen will, da bin ich auch gespannt, aber ich zeige Ihnen, was der Stand der Diskussionen ist. Auch der Rechtsschutz soll vereinheitlicht werden. Tendenziell gibt es heute in den Kantonen mehr Rechtsschutz, teilweise ab 0 Franken, im Bund eher ab relativ hohen Schwellenwerten, auch das will man vereinheitlichen. Dann die zwei Elemente, auf die meine Kollegin und mein Kollege noch eingehen werden, nämlich ein ausdrückliches Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, das Ziel öffentlicher Beschaffungen und das Instrument der sogenannten behördlichen Preisprüfung bei freihändigen Vergaben. Das tönt jetzt nach sehr viel und rein quantitativ ist es auch sehr viel, wenn Sie den Entwurf der neuen Gesetzgebung sich mal anschauen. Sie müssen dazu nur nach E-IFÖB googeln und dann finden Sie die Webseite der BPUC, wo Sie die ganzen Gesetzestexte herunterladen können und die Erläuterung dazu. Dann sieht das massiv aus und es ist auch massiv, denn mit der neuen IFÖB, ich jetzt vor allem als Kantonalpraktiker, werden auch die ganzen kantonalen Einführungsgesetze und Submissionsverordnungen und Erlasse aufgehoben oder redundant. Das Ziel ist, dass man am Schluss alles nur noch in der IFÖB findet und darum ist dieses auch ein relativ umfangreiches Werk geworden. Auf Bundesebene wird sich rein gesetzestechnisch, soweit ich weiß, nicht viel ändern. So umfassend das auch aussehen mag, lassen Sie sich nicht darüber hinwegtäuschen, es ist nicht die Revolution. Also die Grundsätze des Verfahrens, die bleiben gleich. Auch die Verfahrensarten selber, freihändiges Verfahren, offenes, selektives, Einladungsverfahren, die bleiben gleich. Und nicht einmal an den Schwellenwerten rüttelt man, jedenfalls nicht in diesem gesetzgeberischen Umgang. Aber die Mechanik, die feinen Details des Beschaffungswesens, an denen wird schon ziemlich herumgeschraubt. Jetzt wollen Sie vielleicht wissen, ja, das ist ja schön und gut, dann kommt das endlich. Das möchte ich auch gern wissen. Das hier ist mein Zwischenstand, der den Kantonen kommuniziert wurde, also den Vertretern der Kantone im Forum Öffentliches Beschaffungswesen im April. Und da sah der Zeitplan Folgendes vor, dass im Juni die Botschaft des Bundesrates für das BÖB finalisiert hätte werden sollen, dass dann frühestens ab Herbst die Parlamentsberatungen in eidgenössischen Räten beginnen würden und das Parlament dann im Frühjahr 2017 frühestens darüber finden könnte. Die Kantone, die
haben ihre Arbeit sistiert, bis die Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier über das Geschäft befunden haben und wollen dann nach den Entscheiden auf der Bundesstufe ihrerseits die IWAP finalisieren, sodass sie bis 2017 fertig ist und die Beitrittserklärung der Kantone eingereicht werden können. Und es genügt, dass zwei Kantone der neuen IWAP beitreten, dann ist sie für diese Kantone in Kraft. Und für die Kantone, die noch nicht beigetreten sind, gilt dann noch weiterhin die alte IFÖB. Das war der Zeitplan. Jetzt, Stand heute, liegt die Botschaft des Bundesrates noch nicht vor. Man hört, es dauert noch ein bisschen. Aber meine Hoffnung ist, dass das immer noch in diesem Jahr den eidgenössischen Räten vorgelegt wird. Herbstsession findet jetzt wohl nicht statt, aber vielleicht schaffen sie es doch noch in die Frühjahrssession 2017. Dementsprechend wird sich wohl auch dieser Zeitplan noch um ein paar Monate nach hinten verschieben. Was ist jetzt neu? Wie ich schon sagte, letztes Jahr hatte ich auch einen kurzen Auftritt hier, in dem ich Ihnen diese Gesetzgebung vorstellte. Und inhaltlich kann ich Ihnen nicht viel Neues erzählen, denn der Stand, der bekannt ist, immer noch der des Entwurfs 2014, der damals Gegenstand einer Vernehmlassung war. Sowohl die Kantone wie auch der Bund haben separat eine Vernehmlassung für IWAP bzw. BÖB durchgeführt. Die BPUG hat dann einen Vernehmlassungsbericht publiziert und der Bund hat das nicht gewollt oder gekonnt, sondern hat einfach einen riesen Stapel PDFs mit allen Vernehmlassungen aufs Netz gestellt. Und ich habe mir jetzt nicht angetan, die Arbeit des Bundes, der Bundesverwaltung nachzuholen und die alle auszuwerten. Darum stütze ich mich jetzt für meine Ausführungen auf den Vernehmlassungsbericht zur IFÖB, die ja plus minus deckungsgleich mit dem BÖB sein sollte und darum auch einen Überblick gibt über den Stand der Meinungen zu diesem neuen Gesetzgebungswerk. Die Haltung der Kantone kann kurz gesagt so zusammengefasst werden: Sie stehen hinter der Neuerung, die meisten von ihnen lehnen aber die Möglichkeit von Verhandlungen ab, die gemäß dem Entwurf 2014 eine wesentliche Neuerung hätten darstellen sollen. Ebenso mehrheitlich abgelehnt durch die Kantone wird die Einschränkung des Rechtsschutzes, die sich dadurch ergeben würde, dass einheitlich für Bund und Kantone der gleiche Schwellenwert, ab dem eine Anfechtung durch Beschwerde möglich ist, festgelegt wird. Weitere Flashpoints, auf die ich jetzt nicht groß inhaltlich weiter eingehen werde, sind die Frage, ob der WEKO, der Wettbewerbskommission, ein Beschwerderecht zukommen soll oder ob dieses Beschwerderecht dem INOB, also dem Organ der Kantone, zukommen soll. Wobei ich mich frage, was das für einen Sinn ergeben würde. Aber das ist eine Variante in der Gesetzgebung. Und auch die Beschwerdefrist wird erhöht von bisher 10 Tagen, jedenfalls im kantonalen Recht, auf neu 20 Tage. Das ist auch teilweise umstritten. Seitens der Wirtschaft wird von den Verbänden die umfassende Harmonisierung begrüßt und teilweise ausdrücklich gefordert. Einige Verbände haben sich dafür ausgesprochen, dass man die Kantone dazu drängen sollte, alle dem neuen Konkordat beizutreten. Aber die Frage der Verhandlungen spaltet auch die Wirtschaft. Grundsätzlich sieht man auch von der Wirtschaft eine eher ablehnende Haltung zu der Möglichkeit von Preisverhandlungen. Bei der Frage, ob über andere Punkte als den Preis verhandelt werden können soll, zeichnet sich eine Spaltung nach Sektoren ab. Die Bauverbände sind eher skeptisch gegenüber der Möglichkeit von Verhandlungen und gegenüber die anderen Verbände, insbesondere auch der Verband der Dienstleistungs- und IT-Industrie, die Möglichkeit von inhaltlichen Verhandlungen begrüßen. Es haben auch viele NGOs am Vernehmlassungsprozess teilgenommen, sich in einer Koalition zusammengeschlossen und deren Meinungsäußerungen lassen sich vor allem mit einem Stichwort zusammenfassen: mehr Nachhaltigkeit, und zwar mehr soziale und ökologische Nachhaltigkeit, sowohl als Grundsatz, wie auch dann auch bei der Kontrolle und Umsetzung. Dazu wird Frau Kollegin Notter noch einiges sagen. Ich möchte jetzt mit Ihnen auf einige dieser Einzelpunkte kurz eingehen, ja? Ich möchte kurz den Begriff der Nachhaltigkeit noch schnell ansehen. Und zwar,
Wir sind ja hier in der IT unterwegs und da haben wir oft mit sehr komplexen Projekten zu tun und man braucht eine gewisse Zeit, bis man sich eingearbeitet hat. Und wenn man jetzt dann während dieser Zeit oder während der Projektphase dann einen Wechsel vornimmt des Lieferanten oder des Dienstleisters, dann verliert man ja diesen Know-how-Aufbau. Also man fängt dann wieder von vorne an. Das hat ja auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Ist so ein Kontext vorgesehen? Ich schlage Ihnen vor, dass wir die Frage des Begriffes der Nachhaltigkeit auf das Referat meiner Kollegin verschieben. Sie kann dazu bessere Auskunft geben als ich, das garantiere ich Ihnen. Sonst genieren Sie sich nicht, mich zu unterbrechen, wenn Sie spontan Fragen haben. Wie gesagt, einige konkrete Einzelpunkte. Ich fange mit dem spannendsten und politisch heißesten an, den Verhandlungen. Wie gesagt, im Bund gibt es die, in den Kantonen sind sie gemäß dem Gesetzestext zumindest in der Form von sogenannten Abgebotsrunden verboten. Gemeint sind damit reine Preisverhandlungen. Damit bleibt im geltenden Recht eigentlich offen, ob andere Verhandlungen möglich sein könnten. Meiner Meinung nach ist hier nicht von einem qualifizierten Schweigen des Gesetzgebers auszugehen. Also es wäre wohl auch möglich, schon nach heutigem Recht gewisse nicht preisbezogene Verhandlungen durchzuführen, aber mangels einer Regulierung, einer eher gespannten Meinung zu diesem Thema gibt es das noch selten. Nun, gemäß Entwurf 2014 sollten Verhandlungen über Preis und Leistung möglich werden. Und wie ich Ihnen vorher dargestellt habe, hat das zu einer größeren Spannung geführt, zu unterschiedlichen Meinungen. Meine Prognose, das ist jetzt mein educated guess, gestützt auf die Vernehmlassung, die Diskussionen mit verschiedenen Leuten, die in dem Prozess beteiligt sind, ist, dass das weiterhin ein Hauptstreitpunkt sein wird, der wahrscheinlich erst in den Parlamenten endgültig gelöst wird. Aufgrund des großen Widerstands gegen reine Preisverhandlungen kann ich mir schwer vorstellen, dass die Möglichkeit von Preisverhandlungen schlussendlich gesetzt wird. Damit bleibt die Frage offen, in welchem Umfang sind denn noch Verhandlungen über andere Elemente als den Preis, also Leistungen, Risiken, noch möglich. Ich kann mir vorstellen, dass über die verhandlungsnahen Instrumente, die der Entwurf auch hat, wie zum Beispiel der Dialog, die Offertbereinigung, die elektronischen Auktionen, immer noch Elemente von Verhandlungen ins Verfahren eingeführt werden können. Aber es wird wahrscheinlich erst die parlamentarische Debatte, vor allem im Bundesparlament, zeigen, wie weit man da tatsächlich gehen will. Was bedeutet das für die ICT, für unsere Branche? Ich bin ja auch von Haus aus ICT-Beschaffer und ich bin klar der Meinung, dass es im Bereich der ICT zwingend nötig ist, dass wir vom starren Korsett des völligen Verhandlungsverbots ausbrechen und dass wir Möglichkeiten erhalten, um differenziert unter Einhaltung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der Transparenz, die Offerten so weit zu diskutieren, zu verhandeln, dass sie auch vergleichbar sind und den richtig verstandenen Anforderungen der Beschaffungsstelle entsprechen. In welchem Umfang sich das dann aber auch durchsetzen wird, ist für mich im Moment noch offen und wird dann wohl auch wesentlich von der Praxis geprägt werden, wie sie die Instrumente, die das neue Recht ihr dann gibt, dann auch nutzt. Der Dialog. Für diejenigen, die vorher in der Fachsession Dialog waren, ist das eine kleine Rekapitulation. Für alle anderen stelle ich es kurz dar. Der Dialog ist ein Instrument, auch hier ursprünglich aus dem europäischen Recht übernommen, der vorsieht, dass der Kunde mit den Anbietern iterativ, also in wiederholten Diskussionen, den Leistungsgegenstand konkretisieren kann und Lösungswege festlegen kann, bevor das Angebot oder jedenfalls das definitive Angebot eingereicht wird. Die Idee dahinter ist, dass man so Innovationen im öffentlichen Beschaffungswesen unterstützen und fördern will, um auch der Möglichkeit von innovativen neuen Ansätzen, die Anbieter einbringen können, mehr gerecht zu werden. Die Diskussion in der Fachsession über Dialog hat mir dann auch das bestätigt, was ich Ihnen hier jetzt vortrage. Umstritten ist der Dialog nicht zentral. Nicht so sehr wie die Verhandlungen jedenfalls. Es ist ein bisschen ein exotisches Thema. Und er ist vor allem darum exotisch, weil er kompliziert und aufwendig ist und weil wenig Leute Erfahrungen haben damit. Also zum Beispiel in den Lehrbüchern findet man noch keine Gerichtspraxis zu diesem Instrument. Wie wir heute gehört haben, das VBS hat uns in diesem Use Case vorgestellt, wie es für einen x 100 Millionen Franken Auftrag einen Dialog durchgeführt hat,
der dazu beigetragen hat, dass das ganze Verfahren mehrere Jahre gedauert hat und auch mehrere Millionen Franken gekostet hat. Das zeigt, es wird wahrscheinlich selten bleiben und auf wirklich große, komplexe Verfahren beschränkt bleiben. Er hat aber, wenn man damit gut und professionell umgehen kann, meiner Meinung nach durchaus Möglichkeit, um die Qualität von ICT-Großbeschaffungen zu verbessern. Das setzt voraus, dass man sich auch seitens der Beschaffungsstellen diesem neuen Instrument nähert und es mit der nötigen Seriosität anwendet. Der Rechtsschutz, ich habe dieses Thema schon kurz angesprochen, das ist die Möglichkeit, Beschwerde zu führen, wenn jemand als Anbieter mit einem Beschaffungsentscheid nicht einverstanden ist. Heute gibt es viele Kantone, die Rechtsschutz ab 0 Franken, also auch im freihändigen, unterschwelligen Bereich erlauben. Im Bundesrecht gibt es dagegen den Schwellenwert von 230.000 Franken bzw. 8,7 Millionen Franken im Bauwesen, der über die Anwendbarkeit des Gesetzes und damit auch über die Möglichkeit von Rechtsschutz entscheidet. Im Entwurf 2014 hat man einen Kompromiss vorgeschlagen. Und zwar sollte danach ab 150.000 Franken Auftragswert Rechtsschutz bestehen. Das ist sehr ähnlich wie die Praxis, also die Regelung heute im Kanton Bern, mit der ich vertraut bin, wo ab dem Schwellenwert des Einladungsverfahrens Rechtsschutz gewährt wird. Auch das wird noch heftig umstritten sein. Und zwar ist das ein bisschen auch ein Spielball, das ist so mein Eindruck, in einem Machtkampf zwischen den Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Kantone, die da sich nur sehr langsam zu Konzessionen zusammenraufen können, wo auch die einzelnen Themen vermischt werden, wo die einen sagen, ja, wir kommen euch beim Rechtsschutz entgegen, wenn ihr uns dafür bei den Verhandlungen entgegenkommt und dergleichen mehr. Auch hier gehe ich davon aus, man wird sich auf einen Kompromiss einigen. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass in einem Binnenmarkt Schweiz nur aufgrund der relativ zufälligen Frage, ob jetzt ein Bund oder ein Kanton etwas ausschreibt, der Rechtsschutz völlig unterschiedlich geregelt sein werden soll. Aber auf welcher Höhe man sich da konkret einigt, wo der Kompromiss besteht, das ist für mich noch offen. Ich persönlich fände es am sinnvollsten, wenn man auch im Kanton Bern sagen würde, ab dem Einladungsverfahren gibt es Rechtsschutz, weil nur im Einladungsverfahren hat man auch ein förmliches Verwaltungsverfahren, man hat die ganzen Fristen, man hat die ganzen Regeln, da passt dann auch das Beschwerdeverfahren dazu. Was hat das für Auswirkungen auf die ICT? Häufiger wirklich werden Beschwerden bei ICT-Beschaffungen des Bundes, die auch nicht immer so groß sein müssen wie der Dialog-Case von vorher. Und voraussichtlich bei Kleinbeschaffungen der Kantone werden sie demgegenüber auch weniger häufig, obwohl ich auch nicht davon ausgehe, dass es heute sehr häufig vorkommt, dass außer bei korrelatorischen Fällen Kleinstbeschaffungen häufig angefochten werden. Rahmenverträge, auch das Stichwort haben wir heute schon einmal gehört. Rahmenverträge sind im Prinzip nichts anderes als Bündel von Optionen. Mit ihnen wird die Möglichkeit ausgeschrieben, dass die Beschaffungsstelle während der Laufzeit eines Rahmenvertrags Einzelaufträge gemäß Rahmenvertrag an den Vertragspartner vergeben kann. Man kann solche Rahmenverträge auch mit mehreren Vertragspartnern gleichzeitig abschließen, beziehungsweise mehreren Unternehmen gleichzeitig einen Zuschlag für solche Rahmenverträge erteilen. In einem solchen Fall stellt sich die Frage, ja, wer erhält dann im Einzelfall konkreten Auftrag? Und eine Möglichkeit ist ein sogenannter Minitender, das ist ein Kleinwettbewerb unter den Rahmenvertragspartnern, in dem sich dann entscheidet, wer konkret die abgerufene Leistung liefert. Das ist heute schon sehr verbreitete Praxis, vor allem im Bund, zunehmend auch in den Kantonen. Gesetzlich ist es aber noch nicht geregelt. Und mit dem neuen Recht würde das erstmals ausdrücklich geregelt. Gemäß dem Entwurf 2014 sollten Rahmenverträge für maximal 4 Jahre möglich sein, um mit dieser Beschränkung auch der Befürchtung gerecht zu werden, dass man mit einem solchen Rahmenvertrag einen ganzen Markt einfach abschotten kann für eine längere Zeit. Ich gehe davon aus, dass auch das schlussendlich gesetzt wird. Ob es dann 4 Jahre sind oder eine andere Höhe, ist noch offen. Inhaltlich ist es nicht umstritten, aber wie heute auch schon beim Eingangsreferat von Herrn Nationalrat Grütter gesagt wurde, die Entwicklung hin zu mehr Rahmenverträgen wird insbesondere durch die Anbieter durchaus ambivalent betrachtet, denn
Der Trend insbesondere zu Multipartnerverträgen kann es für die einzelnen Unternehmen weniger attraktiv machen, sich an öffentlichen Beschaffungen zu beteiligen. Wenn ich jetzt einen Rahmenvertrag ausschreibe mit 4 Partnern und dann hat ein Unternehmen einen von 4 Zuschlägen, dann weiß das Unternehmen noch nicht, in welchem Umfang es dann tatsächlich Aufträge erhält und ob sich der Aufwand für die Beschaffungsteilnahme überhaupt lohnt. Geschweige denn, das ist dann noch eine Verschärfung, wenn es sogar noch verpflichtet würde, Ressourcen vorzuhalten, ohne eben eine Garantie auf Abnahme zu erhalten. Aber aus Sicht der Beschaffungsstelle ist das eine willkommene Flexibilisierung, denn gerade für Massengeschäfte, Personalleihe, das Stichwort ist auch schon gefallen, werden wahrscheinlich größere Nachfrager vermehrt zu Rahmenverträgen greifen. Quasi Inhouse-Aufträge oder wie gehe ich mit meinem Staatsunternehmen um? Es gibt ein paar in der Schweiz, auch im ICT-Bereich, BEDAG, Abraxas, EuresG sind ein paar Stichworte. Das sind ICT-Unternehmen, die gehören der öffentlichen Hand. Die sind in der Regel historisch aus eigenen, staatseigenen Rechenzentren gewachsen, die man dann formell privatisiert hat. Und die auch eine Rechtsgrundlage haben in der Regel, um am Markt tätig zu sein. Jetzt eine immer wieder heikle Frage ist ja, wir gehen jetzt die staatlichen Eigentümer in ihrer Rolle als Beschaffungsstelle mit diesen Staatsunternehmen um. Die wohl einhellig vertretene Meinung heute in der Lehre und in der Praxis ist, dass man sich an die sogenannten TECAL-Regeln des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, halten sollte. Das ist ein Leitfall TECAL des EuGH, in dem der Gerichtshof kurz zusammengefasst 2 Regeln aufgestellt hat. Damit ein Staat einem von ihm beherrschten Unternehmen einen Auftrag vergeben kann, ohne den ausschreiben zu müssen, also freihändig, müssen 2 Bedingungen erfüllt sein. Erstens, der Staat muss das Unternehmen so eng wie eine eigene Dienststelle kontrollieren. Und zweitens, das Unternehmen muss im Wesentlichen, Anführungs- und Schlusszeichen, nur für den Eigentümer arbeiten. Dann, das ist jedenfalls die Meinung des Europäischen Gerichtshofes, ist eine freihändige Vergabe an solches Staatsunternehmen zulässig. Und mit der neuen Gesetzgebung will man jetzt diese TECAL-Regeln ausdrücklich ins Schweizer Recht übernehmen. Insoweit ändert sich im Ergebnis wahrscheinlich nicht viel, aber jetzt steht es ausdrücklich im Gesetz. Das heißt das für die ICT. Meine Prognose ist, diese Neuerung ist nicht umstritten, jedenfalls nicht gemäß der Vernehmlassung, wird daher wahrscheinlich Gesetz. Das bedeutet für die ICT-Staatsunternehmen, dass sie sich jetzt entscheiden müssen. Entweder sie positionieren sich voll als Inhouse-Anbieter, arbeiten fast nur für den Eigentümer und haben darum auch, dann auch sehr viel eingeschränktere Möglichkeiten, am Markt tätig zu sein, können dann aber dafür vom Eigentümer freihändig mit Aufträgen bedient werden. Oder sie orientieren sich vollständig am Markt, müssen dann aber auch für Hausaufträge zur Ausschreibung antreten. Eine Frage hierzu: Wäre es aus Ihrer Sicht auch denkbar, dass ein solches Unternehmen dazu entscheidet, eine Unternehmensform zu gründen, in dem ein Tochterunternehmen für den Staat arbeitet und das andere Unternehmen für den freien Markt? Wäre denkbar, dann stellt sich die Frage der Beziehung zwischen den beiden Unternehmensteilen, denn man will ja auch verhindern, dass mit den Staatsaufträgen, den lukrativen, die die Staatstochter erhält, dann die Markttochter quersubventioniert wird, was dann wieder ordnungspolitische Fragen aufwirft, die auch der Anlass sind für diese ganze Diskussion. Also meiner Meinung nach müsste in einer solchen Konstellation nach sichergestellt werden, dass die beiden Unternehmensteile ad arm's length miteinander geschäften, also zu Marktkonditionen, dass es nicht zu Quersubventionierungen kommt. Wenn die BEDAG jetzt ein Inhouse-Unternehmen würde, wird sie dann zur Vergabestelle? Also muss sie für ihre eigenen Beschaffungen ausschreiben? Interessante Frage. Wenn ich das richtig im Kopf habe, nein, denn für die gewerbliche Tätigkeit eines Unternehmens gilt nach dem neuen Recht das Beschaffungsrecht nicht. Dann ist jetzt die Frage, ist eine solche Tätigkeit für den eigenen staatlichen Eigentümer noch eine gewerbliche Tätigkeit? Gute Frage, ich kann die Antwort im Moment nicht aus der Tasche zaubern. Wie muss man dann da den Begriff des Eigentümers betrachten? Weil es gibt ja welche, die sind in kantonaler Hand und welche, die sind in Kantonseidgenossenschaft. Das bedeutet, die Eidgenossenschaft könnte dann auch von den Kantonen beauftragt werden. Das ist jetzt die Frage der In-State-Vergaben, also der
Geschäfte zwischen Gemeinwesen, auf die möchte ich gerade auf dem nächsten Slide eingehen. Und zwar gibt es ja auch in der ICT die Zusammenarbeit zwischen Gemeinwesen, die ist relativ häufig, die macht auch Sinn. Also stellt sich die Frage, wie sieht das beschaffungsrechtlich aus? Wenn zum Beispiel ein Kanton die Fachapplikation eines anderen übernimmt, ist das ein beschaffungsrechtlicher Tatbestand? Heute ist das alles nicht wahnsinnig klar, obwohl es einige Meinungsäußerungen der Lehre gibt. Gemäß dem Entwurf 2014 sollen sogenannte In-State-Aufgaben, Aufträge vergabefrei sein, aber nur dann, wenn es keine private Konkurrenz gibt. Sobald es private Konkurrenz gibt, soll nach dieser Regel das Beschaffungsrecht Anwendung finden, sodass also auch ein Kanton sich bei einem anderen in einer Ausschreibung bewerben muss. Ich gehe davon aus, ich komme gleich, dass auch diese Neuerung unbestritten ist und Gesetz werden wird, wird wohl die Auswirkung haben, dass früher, dass häufiger als heute die Kooperation von Gemeinwesen durch gemeinsame Ausschreibungen stattfinden muss, statt in anderen Zusammenarbeitsformen. Wie sieht das aus mit Leistungen Bund zu den Kantonen? Hier sind ja Kantone und Gemeinden abgebildet. Ja, das gilt sinngemäß auch für den Bund. Also wenn öffentliche Auftraggeber miteinander kooperieren, dann gilt diese Regel. Das Ganze verhindert aber, dass man Skaleneffekte, die man innerhalb der Verwaltung bekommen könnte, auch abrufen kann. Nämlich wenn dann ein privater Mitbewerber mit einem geringen Preis reinkommt, dann kann ich ja die Software nicht gemeinschaftlich nutzen. Sie können das schon, aber Sie müssen dann die Kooperation anders gestalten. Sie müssen dann eine gemeinsame Ausschreibung unter den Gemeinwesen durchführen, um den Leistungserbringer für die gemeinsame Lösung zu finden. Ob das die bessere Lösung ist, weiß ich nicht. Aber aus der Sicht des Beschaffungsrechts macht es einen gewissen Sinn, denn auch hier will man verhindern, dass mit Steuergeldern der Markt verzerrt wird. Aber das kann man natürlich so oder anders sehen. Viel spannender, wenn dann die öffentliche Hand als Anbieter auftritt, weil der Anbieter, der öffentliche Hand ist, kann nicht Konkurs gehen. Wo bleiben die drei langen Spieße? Gute Frage. Auch die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich möchte jetzt noch aus Zeitgründen etwas schneller zum Schluss kommen und noch die Möglichkeit der elektronischen Beschaffung erwähnen. Das heutige Beschaffungsrecht ist sehr papiergebunden. Kanzleijurisprudenz des 19. Jahrhunderts, alles muss auf Papier erfolgen. Die Nachfrage, vor allem im IT-Sektor, ist selbstverständlich schon lange hoch nach durchgängigen elektronischen Prozessen. Das neue Recht will dem Rechnung tragen, indem es einerseits vorschreibt, alle Publikationen folgen elektronisch auf SIMAP und die Vergabestellen können auch die elektronische Angebotseingabe, die rein elektronisch erlauben. Sie können dafür aber auch die Angebotsfrist verkürzen. Also es ist eine Win-Win-Situation, das mal schön auszudrücken. Gerade IT-affine Unternehmen können wahrscheinlich davon profitieren, aber sie müssen natürlich auch entsprechend fit sein, wenn es plötzlich heißt, jetzt müsst ihr innerhalb von 20 Tagen ein elektronisches Angebot eingeben, statt bisher vielleicht innerhalb von 40 Tagen ein papiergebundenes. Was es noch nicht gibt, ist einen einheitlichen Standard, wie diese elektronische Eingabe erfolgt. Ich kann hier eine kurze Klammer auftun. Ich bin auch im Vorstand von SIMAP, der Plattform, die diese Plattform SIMAP betreibt. Wir werden SIMAP auch neu ausschreiben jetzt nächstens. Wir werden eine neue Generation von SIMAP realisieren. Und diese neue Generation von SIMAP soll die Möglichkeit von elektronischer Angebotseingabe umsetzen. Wie das dann ausgestaltet wird, das wird die Ausschreibung zeigen, aber möglicherweise wird sich dann auch das auch zum de facto Standard für elektronische Eingaben auswirken. Kurz zum Fazit. Es gibt viel Neues, es gibt keine Revolution. In den Grundzügen ist alles, wie wir im Kanton Bern sagen, gang wie gang. Aber im Detail steckt der sprichwörtliche Teufel. Denn viele Regeln und Methoden, juristische, technische, werden sich ändern und die werden die Beschaffungsstellen und die Anbietenden dazu zwingen, ihre Methoden relativ schnell, relativ grundsätzlich umzugestalten und wohl in vielen Fällen auch ein bisschen Professionalisierung zu leisten. Die Flexibilisierung, die mit dem neuen Recht möglich sind,
haben viel Potenzial, um das heute eher starre Korsett von IT-Beschaffungen aufzubrechen. Aber auch hier, Komplexität kommt nicht ohne Preis. Man muss auch fit sein, man muss Profi sein auf beiden Seiten, um von diesen Neuerungen profitieren zu können. Wer wirklich wie bisher weitermachen will, der kann das. Alle Neuerungen sind optional, aber für die, die Spaß dran haben, da kommt eine spannende Zeit auf uns zu. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Fischer. Ich möchte zum Abschluss noch eine Frage stellen, um den Bogen zum Tagungsthema zu spannen. Schlanke und flexible Beschaffung, welchen Beitrag leistet diese Revision zum Tagungsthema? Flexibilität ist das Zauberwort, das sicher auch groß auf der Botschaft stehen wird, des neuen Gesetzes mit Methoden wie elektronischen Auktionen, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin, Verhandlungen, wenn sie denn kommen, Rahmenverträgen, auch anderen Details, wie Offertbereinigungen, elektronischen Eingaben, gibt es einfach mehr Möglichkeiten, das Beschaffungsverfahren zu gestalten und auch etwas iterativer auszugestalten, wenn man dann weiß und den Mut dazu hat, wie das geht und den Mut dazu hat, es auch umzusetzen. Vielen Dank. Mehr Mut, dann profitiert man. Ich darf überleiten zu Frau Dr. Jur Kunz. Sie ist Rechtsanwältin der Kanzlei Walderwies AG, wie ich bereits erwähnt hatte, und dort insbesondere immer wieder unterwegs. Ja, sie umschreibt es als bevorzugtes Aufgabengebiet, das öffentliche Beschaffungsrecht. Sie berät sowohl die öffentliche Hand wie auch in- und ausländische Unternehmen in Fragen des Beschaffungsrechts. Und sie vertritt, wenn es dann notwendig sein sollte, ihre Klienten auch vor den entsprechenden einschlägigen Gerichten in Verfahren. Sie ist heute sozusagen zu Hause, denn sie hat hier studiert in Bern. Ich darf Ihnen übergeben. Vielen Dank, Herr Fischer. Sehr geehrte Damen und Herren, letzte Woche, als ich mein Mittagessen in meinem Lieblings-Takeaway-Restaurant abholen wollte, stand auf dem Tresen ein neues Plakat oder ein Hinweis, dass es im Sinne der Nachhaltigkeit neu in diesem Restaurant wiederverwendbares Geschirr gibt. Gestern habe ich in der Zeitung etwas über die Volksinitiative Grüne Wirtschaft gelesen, welche die nachhaltige Nutzung von Ressourcen fordert und über die wir im September abstimmen dürfen oder müssen. Die Nachhaltigkeit ist also in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Was heißt nun Nachhaltigkeit? Der Herr auf dieser Abbildung hat ein bisschen ein spezielles Verständnis der Nachhaltigkeit. Er meint, im Sinne der Nachhaltigkeit müsse er den Baum fällen, was ein bisschen speziell ist. Auf jeden Fall gibt es keine einheitliche Definition, was eigentlich unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Nachhaltigkeit ist vielmehr ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung. Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Nachhaltigkeit ist aber nicht mit langfristig oder dauernd zu verwechseln. Letzte Woche habe ich im Fernsehen eine Shampoo-Werbung gesehen, die nachhaltige Schuppenfreiheit versprochen hat. Da dürfte wohl der Begriff der Nachhaltigkeit nicht ganz richtig verwendet worden sein. Die Nachhaltigkeit ist in der Schweiz ein langfristiges Staatsziel und ist somit vom Bund und von den Kantonen auch zu beachten. Der Bundesrat hat eine Strategie zur Nachhaltigkeit erlassen, der vielen als Leitbild dient. Und der Bundesrat hat sich auch dafür ausgesprochen, dass der Bund eine Vorbildfunktion habe in Bezug auf das Konsumverhalten und deshalb auch nachhaltig beschaffen solle. Woher stammt denn der Begriff der Nachhaltigkeit? Er stammt aus der Forstwirtschaft, und zwar aus dem 17. Jahrhundert, als das Gespenst der Holznot umging. Man hatte Angst aufgrund der Übernutzung der Wälder, dass die Wirtschaft kollabiert, und deswegen hat ein zuständiger Beamte die nachhaltige Nutzung von Wäldern angeordnet. Selbstverständlich ist aber das Prinzip der Nachhaltigkeit viel älter. Bereits ganz viel früher haben
beispielsweise Walfänger, gewisse Schonzeiten eingehalten. Die Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Die ökonomische bzw. wirtschaftliche Nachhaltigkeit meint, dass eine Gesellschaft wirtschaftlich nicht über ihren Verhältnissen leben soll. Es soll also nicht mehr Geld ausgegeben werden, als grundsätzlich zur Verfügung steht. Die soziale Nachhaltigkeit meint, dass ein Staat oder eine Gesellschaft so organisiert sein soll, dass keine sozialen Spannungen oder Konflikte entstehen und auch beispielsweise die Bildung gefördert wird. Mit der ökologischen Nachhaltigkeit wird der Grundsatz, der Kerngehalt, ist der Grundsatz bzw. der Kerngehalt gemeint, also dass kein Raubbau an der Natur betrieben werden soll. Es soll eben nicht mehr Holz verwendet werden, als nachwächst. Die Nachhaltigkeit hat auch im IT-Bereich Eingang gefunden. Man spricht in diesem Bereich häufig von Green IT. Gemeint sind nachhaltige IT-Lösungen. Wie kann also die Nachhaltigkeit im Beschaffungsrecht berücksichtigt werden? Hierzu noch einmal ein kurzer Überblick über die Ziele und Zwecke im Beschaffungsrecht. Erstens der wirtschaftliche Einsatz der öffentlichen Mittel. Es soll also nicht das preisgünstigste Angebot den Zuschlag erhalten, sondern eben das wirtschaftlichste Angebot. Zweitens die Transparenz im Beschaffungsverfahren. Ein Beschaffungsverfahren muss so ausgestaltet werden, dass die Anbieter wissen, was sie anbieten sollen und wie die Angebote bewertet werden. Drittens die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen. Es sollen also nicht gewisse Anbieter bevorzugt und andere absichtlich benachteiligt werden. Viertens die Förderung des wirksamen Wettbewerbs. Durch die Förderung des Wettbewerbs entstehen dann auch automatisch wirtschaftliche Angebote. Das sind so ein bisschen die Grundpfeiler des Beschaffungsrechts, die berücksichtigt werden müssen, auch wenn die Nachhaltigkeit irgendwo Eingang finden soll im Beschaffungsrecht. Es soll also nicht so sein, dass beispielsweise Nachhaltigkeitskriterien festgelegt werden, die dazu führen, dass gewisse Anbieter gezielt diskriminiert werden. Wie kann die Vergabestelle die Nachhaltigkeit in einem Beschaffungsverfahren berücksichtigen? Sie alle kennen den Ablauf eines Vergabeverfahrens sicherlich sehr gut. In einem ersten Schritt wird sich die Vergabestelle fragen, ja, was möchte ich eigentlich beschaffen und was ist das Ziel der Beschaffung? Wie Sie alle wissen, kann die Vergabestelle selbst entscheiden, was eigentlich Beschaffungsgegenstand ist und was sie beschaffen möchte. Sie kann also bereits bei diesem ersten Schritt gewisse Nachhaltigkeitsprinzipien berücksichtigen. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Konzeption der Ausschreibung und der Ausschreibungsunterlagen. Es werden spezifische Anforderungen gestellt und die Nachhaltigkeit kann insbesondere in diesem Bereich dann Anbindung finden in gewissen einzelnen Anforderungen und Kriterien. Dann an einem dritten Schritt erfolgt die Durchführung der Ausschreibung und an einem vierten Schritt der Vertragsabschluss. Bisher wurden Nachhaltigkeitskriterien vor allem als Zuschlagskriterien ausgestaltet. Hierzu zwei Beispiele. In diesem Beispiel wurde insbesondere die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Gemeinde X schrieb dabei die kommunale Kehrichtabfuhr öffentlich aus. Es wurden vier Zuschlagskriterien definiert. Erstens der Preis, zweitens die Umweltverträglichkeit, drittens die Qualität und viertens die Referenzen. Der Anbieter, der den Zuschlag nicht erhalten hat, hat gerügt, das Kriterium der Umweltverträglichkeit, der Transportweg sowie die Ortskenntnisse seien unzulässig, weil dadurch ortsfremde Anbieter absichtlich benachteiligt würden. Das Gericht hat in diesem Entscheid gesagt, ja, grundsätzlich ist es so, die Berücksichtigung des Transportweges kann problematisch sein, da manchmal ortsfremde Anbieter diskriminiert werden. Vorliegend sei aber die Berücksichtigung dieses Kriteriums zulässig, weil es ja eben darum gehe, bei dieser Kehrichtabfuhr, dass eine gewisse Anzahl Touren gefahren wird. Allerdings hat das Gericht gesagt,
Bei der Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit hätte aber nicht nur der Transportweg berücksichtigt werden sollen, sondern es hätte auch die Belastung durch die Fahrzeugwahl berücksichtigt werden sollen. Das wurde vorliegend nicht gemacht. Es wurde in dieser Ausschreibung nicht berücksichtigt, was für ein Fahrzeug der Anbieter angeboten hat oder mit was er die Kehrichtabfuhr, mit welchem Fahrzeug er die Kehrichtabfuhr durchführen wollte. Deswegen hat das Gericht gesagt, sei das Kriterium der Umweltverträglichkeit nicht richtig angewendet worden. Zudem sei das Kriterium Ortskenntnis unzulässig, weil es für die vorgegebene Route ja keine Ortskenntnis gebrauche. Im nächsten Beispiel wird der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Gemeinde X führte ein Einladungsverfahren durch, zwecks Einführung eines geografischen Informationssystems. Als Zuschlagskriterium legte die Gemeinde unter anderem die Lehrlingsausbildung fest mit einer Gewichtung von 10%. Dabei kam es darauf an, auf das Verhältnis zwischen Anzahl Lernenden und Anzahl Mitarbeiter. Derjenige Anbieter, der den Zuschlag nicht erhielt, erhob dagegen Beschwerde und kritisierte, das Zuschlagskriterium Lehrlingsausbildung sei unzulässig. Zudem sei es auch unzulässig, dass es auf das Verhältnis Anzahl Lernender, Anzahl Mitarbeiter ankomme, weil dadurch kleinere Unternehmen bevorzugt würden, weil weniger Lernende stärker zu Buche schlagen würden. Das Gericht hat gesagt, nein, es ist zulässig, das Kriterium Lehrlingsausbildung. Eine Gewichtung von 10% erachten wir auch zulässig und auch die Gewichtung anhand des Verhältnisses Anzahl Lernender und Anzahl Mitarbeiter ist zulässig, weil nur so die verschiedenen Unternehmensgrößen miteinander verglichen werden können. Unzulässig ist es aber, wenn ausländische Anbieter allenfalls am Verfahren teilnehmen könnten und sie keine vergleichbare Berufsbildung kennen und damit automatisch im Vergabeverfahren diskriminiert werden würden. Konkret in diesem Verfahren wurde dann das Kriterium Lehrlingsausbildung nicht richtig gewichtet und ja, insofern wurde es nicht richtig angewendet. Heute haben wir ja zum Gegenstand der heutigen Fachsession ist ja die Revision des Beschaffungsrechts. Herr Fischer hat Sie bereits darauf hingewiesen, dass eben das GPA revidiert wurde und wir dieses nun umzusetzen brauchen. Was hat nun das revidierte GPA zur Nachhaltigkeit vorgesehen? Das GPA hat im Rahmen der GPA-Revision konnte man sich nicht darüber einigen, inwiefern alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden sollen. Deswegen hat man einfach nur die ökonomische und die ökologische Nachhaltigkeit berücksichtigt. Es wurde allerdings noch ein Arbeitsprogramm geschaffen zur nachhaltigen Beschaffung, das unter anderem jetzt überprüfen soll, inwiefern alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit im Beschaffungsverfahren Berücksichtigung finden sollen. Was sieht das revidierte Recht vor, also der Vorentwurf zum BÖB und der Vorentwurf zum FÖB? Im Vorentwurf des BÖB ist neu im Zweckartikel ein Zusatz drin oder ein Nebensatz drin, dass der wirtschaftliche Einsatz der öffentlichen Mittel gefordert ist unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Der Nachhaltigkeit wird insofern bereits im Zweckartikel des Gesetzes ein gewisses Gewicht verliehen. Weiter enthält dann das Gesetz ausdrücklich den Hinweis, dass als Zuschlagskriterium insbesondere die Nachhaltigkeit aufgenommen werden kann. In der Verordnung, im Vorentwurf der Verordnung, ist dann näher definiert, dass die Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen zu berücksichtigen sei, also die Wirtschaftlichkeit, Ökologie und der soziale Aspekt. Und insofern geht eigentlich das revidierte Recht weiter als das GPA. Insbesondere der soziale Aspekt hat in gewissen Bestimmungen noch ein bisschen näher wurde noch ein bisschen näher definiert, insbesondere betreffend die Arbeitsschutzbedingungen und Arbeitsbedingungen. Hier finden Sie insbesondere einen Hinweis darauf, dass öffentliche Aufträge nur noch an ausländische Anbieter vergeben werden können, welche die am Ort der Leistung maßgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen einhalten.
Weiter werden öffentliche Aufträge nur noch an Anbieter vergeben, die die Gleichbehandlung von Frau und Mann hinsichtlich Lohngleichheit gewährleisten. Ist dies nicht der Fall, werden die Anbieter aus dem Verfahren ausgeschlossen. Weiter sind Kontrollen möglich. Das finden Sie eigentlich alles mehr oder weniger im Gesetz und in der Verordnung näher definiert. Hierzu ein Beispiel. Sie haben vielleicht selbst davon gelesen, der Zeitungsbericht, der hier abgebildet ist, stammt vom 31. Juli diesen Jahres. Die Arma Suisse hat Unterwäsche für 3 Millionen Franken eingekauft. Der Arma Suisse-Sprecher betonte, wie Sie diesem Zeitungsbericht entnehmen können, dass bei der Vergabe dieses Auftrages die Nachhaltigkeit berücksichtigt worden sei. Alle Lieferanten und Subunternehmer seien verpflichtet worden, die vor Ort geltenden Arbeitsschutzbedingungen und die festgelegten Mindestlöhne einzuhalten. Trotzdem wurde der Vergabeentscheid bemängelt. Weshalb? Im Zeitungsbericht wird erwähnt, dass das indische Unternehmen auf seiner Homepage anpreise, besonders preisgünstig zu sein, weil in dieser Region die Löhne sehr tief seien. Der Mindestlohn in dieser Region betrage zwischen 97 und 128 Franken pro Monat. Dass also die minimalen Löhne bezahlt werden, heißt nicht automatisch, dass die Beschäftigten tatsächlich ein existenzsicheres Einkommen erzielen. Dennoch sind die Bestimmungen im neuen Recht sicherlich ein Fortschritt im Sinne der Nachhaltigkeit. Zusammenfassend noch einmal, was sieht das neue Recht vor, was ist neu und was bleibt gleich? Neu ist, wie bereits erwähnt, die Nachhaltigkeit im Zweckartikel, welche der Nachhaltigkeit eine gewisse Bedeutung verleiht. Weiter ist neu, dass ausdrücklich alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit im Beschaffungsrecht zu berücksichtigen sind. Insbesondere der soziale Aspekt war bisher etwas umstritten. Weiter finden Sie explizitere Bestimmungen zu den Arbeitsschutzbedingungen und Arbeitsbedingungen. Was bleibt aber im neuen Recht gleich? Klärungsbedarf bei den beiden Begriffen. Zudem darf die Nachhaltigkeit auch in Zukunft nicht dazu verwendet werden, um gezielt Protektionismus oder Diskriminierung zu erzielen. Weiter dürfen vergabefremde Kriterien nicht zu hoch gewichtet werden. Also beispielsweise die Lehrlingsausbildung, das ist ein vergabefremdes Kriterium, das hat ja nichts mit dem Beschaffungsgegenstand an sich zu tun. Insofern darf das Zuschlagskriterium Lehrlingsausbildung auch nicht zu hoch gewichtet werden. Der Bundesrat hat Empfehlungen dazu erlassen, inwiefern die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit im Beschaffungsrecht berücksichtigt werden können. Ich werde diese Folien kurz überspringen, weil wir dazu nachher noch ein gutes Beispiel haben. Wenn eine Vergabestelle also im ICT-Bereich beschafft, kann sie sich verschiedene Fragen stellen, die im Hinblick der Nachhaltigkeit. Beispielsweise, was für ein Gerät ist erforderlich, was für eine Softwarelösung ist eigentlich wirklich erforderlich, läuft ein Gerät stromsparend und so weiter. Sie dürften besser mit diesen Fragen vertraut sein als ich. Hierzu eben das bereits erwähnte Anwendungsbeispiel, das sehr gut zeigt, wie der Bund alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bei einem Projekt berücksichtigte. Der Bund hat eine WTO-Ausschreibung für den Einsatz von Multifunktionsgeräten und Druckern durchgeführt. Die soziale Nachhaltigkeit wurde dadurch berücksichtigt, dass bei den Eignungskriterien festgelegt wurde, dass die Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten sind, die Lohngleichheit von Mann und Frau, sowie ein paar ILO-Übereinkommen. Das ist eigentlich nichts Neues, das war eigentlich Standard des Bundes, aber trotzdem sehr schön, das zu erwähnen. Die ökonomische Nachhaltigkeit, also die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, wurde dadurch berücksichtigt,
dass beim Zuschlagskriterium des Preises die gesamten Lebenswegkosten berücksichtigt wurden. Also das heißt nicht nur der Miet- oder Kaufpreis, sondern den Preis inklusive Lieferung, Installation, Wartung und Pflege, Rücknahme der Geräte und inklusive nachhaltiger Entsorgung. Die ökologische Nachhaltigkeit, also der umweltbezogene Aspekt, wurde dadurch berücksichtigt, dass verschiedene Anforderungen gestellt wurden. Zum einen wurde als Eignungskriterium festgelegt, dass der Abschluss einer Entsorgungsvereinbarung oder eines vergleichbaren Entsorgungskonzepts nachgewiesen wird. Bei den technischen Spezifikationen wurden gewisse Umwelt- und Energieanforderungen gestellt, angelehnt an das Label des Blauen Engels. Anbieter, die kein Label nachweisen konnten, mussten ansonsten nachweisen, dass sie diese Anforderungen trotzdem einhalten. Als Zuschlagskriterium wurden dann weitere ökologische Kriterien berücksichtigt, wie beispielsweise der Stromverbrauch. Das ist also ein schönes Beispiel des Bundes, inwiefern die Nachhaltigkeit in all ihren drei Dimensionen berücksichtigt werden kann. Wie? Also welche Sachen? Also beispielsweise die das sind meistens ja dann schon Selbstdeklarationen. Aber ich denke, die zuständigen Personen sitzen auch im Raum. Also ja, nein, es sind Selbstdeklarationen. Aber ich muss auch hierzu erwähnen, dass eben, obwohl es häufig Selbstdeklarationen jetzt sind, eben auch in Zukunft häufiger auch wirklich Kontrollen durchgeführt werden können. Weiter ein Beispiel, bei welchem ein umweltbezogener Aspekt berücksichtigt wurde, allerdings nicht zu Recht. Dabei hat die Oberzolldirektion einen Lieferauftrag ausgeschrieben für die Beschaffung und Wartung eines neuen mobilen Kontrollsystems für die Leistungsschwerverkehrsabgabe. Also es ging einfach irgendwie um die Kontrolle des Schwerverkehrs. Es wurde ein Zuschlagskriterium festgelegt, unter anderem, dass ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder gleichwertiger Art nachgewiesen wird. Dagegen wurde Beschwerde erhoben. Und im Urteil, kurz zusammengefasst, hat dann das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass in Bezug auf dieses Zuschlagskriterium kein klarer Bezug zum Auftrag bestehe. Es sei unzulässig, weil der Anbietermarkt sei sowieso bereits ziemlich klein und es scheine, als ob man mit diesem Kriterium gewisse Anbieter bevorzugen würde. Insofern kann man als Fazit festhalten, dass nicht alle umweltbezogenen und alle Nachhaltigkeitskriterien in einer Ausschreibung tatsächlich zulässig sind. Deshalb, was müssen Sie als Anbieter tun, wenn eine Ausschreibung einen Fehler beinhaltet oder wenn eine Ausschreibung ein unzulässiges Kriterium beinhaltet? Es ist wichtig zu wissen, dass die Ausschreibung selbst anfechtbar ist, also dass sie je nachdem, inner 10 Tagen auf kantonaler Ebene oder inner 20 Tagen auf Bundesebene nach der Publikation der Ausschreibung allenfalls Beschwerde erheben müssen, weil sie ansonsten ihr Beschwerderecht verwirken. Was heißt das, das Beschwerderecht verwirken? Das heißt, wenn Sie bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung feststellen, dass ein Fehler in der Ausschreibung drin ist und Sie das nicht rügen, dann können Sie nicht später gegen den Zuschlag Beschwerde erheben und sagen, das Kriterium ist unzulässig, weil man Ihnen dann vorwerfen wird, ja, Sie hätten das ja bereits zum Zeitpunkt der Ausschreibung sagen können oder müssen. Hierzu gibt es verschiedene Rechtsprechungen, also seien Sie ein bisschen auf der Hut und lassen Sie sich je nachdem beraten, wenn Sie merken, es stimmt etwas nicht in der Ausschreibung. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Beschwerde, ja? Also das mag ja alles wichtig sein, aber wenn ich als Anbieter so einen Fehler in der Ausschreibung sehe, ja, und ich die Ausschreibung rüge, ja, dann beiß ich die Hand, die mich füttert. Ja, auf der anderen Seite. Das werde ich nie machen. Das haben wir aber auch schon gemacht. Oder beziehungsweise wir haben auch schon die Vergabestelle vertreten, wo Anbieter
bereits die Ausschreibung angefochten haben. Und wir hatten beispielsweise auch einen Fall, wo dann die Ausschreibung wirklich wie gestoppt wurde und nochmals neu ausgeschrieben wurde, weil es ist besser, wenn man das jetzt im Zeitpunkt der Ausschreibung noch macht, also ziemlich zu Beginn der Ausschreibung und nicht dann erst 2 Jahre später. Kommt aus. Ja. Wie geht man damit um, wenn man den Fehler in der Ausschreibung erst nach der Beschwerdefrist findet? Ja, dann hofft man, dass das nicht ein Punkt ist, dann, den man wirklich hätte rügen müssen. Weil es gibt dort ein bisschen noch eine Differenzierung der Rechtsprechung, wann man wirklich etwas bereits gegen die Ausschreibung rügen muss und wann nicht. Auf jeden Fall empfehlen wir trotzdem, selbst wenn man Beschwerde machen würde, dass man auf jeden Fall ein Angebot einreicht, weil die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, das Vergabeverfahren läuft grundsätzlich sowieso weiter. Je nachdem kann man einfach fordern, dass die Angebote nicht geöffnet werden, dass keine Offertöffnung stattfindet. Ja, aber man sollte das Angebot einreichen, damit man nicht aus dem Verfahren rausfällt. Und je nachdem, um was für Fehler es sich handelt, reicht es auch, wenn Sie nur Fragen in der Fragerunde einreichen. Als kurz zusammenfassend möchte ich also festhalten, dass die Nachhaltigkeit im Schaffungsrecht wichtig ist und auch immer etwas mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und allerdings müssen Sie immer auch im Hinterkopf behalten, dass die Nachhaltigkeit nur unter Berücksichtigung der Grundsätze des Vergaberechts Anwendung finden kann. Weiter, falls Sie eben Fehler in der Ausschreibung erkennen, dass Sie eben allenfalls überlegen, ja, wie muss ich vorgehen, lassen Sie sich beraten, ob Sie allenfalls eine Beschwerde machen sollen oder nicht. Genau, jetzt haben Sie noch Fragen? Gut. Ich verwende den Ausdruck jetzt falsch, aber Sie haben nachhaltig über die Nachhaltigkeit orientiert. Es hat keine Fragen mehr offen. Herzlichen Dank. Und ich verzichte darauf, die Frage zu stellen, die ich dem Vorredner gestellt habe. Aber allein schon die Klärung über die Anwendung der Nachhaltigkeitsgrundsätze im Beschaffungswesen wäre wiederum ein Beitrag, um vielleicht Beschaffungen nicht noch weiter zu verlangsamen. Ich darf überleiten zu einem weiteren Spezialgebiet. Normalerweise geht man ja bei der öffentlichen Beschaffung, bei der öffentlichen Ausschreibung davon aus, dass man damit in einen Markt gelangt und aufgrund der Marktkräfte zum wirtschaftlich etc. besten Angebot kommt. Und offenbar ist das auch in gewissen Situationen eine Fiktion. Um mit dieser Fiktion dann umzugehen, könnte ja das Einsichtsrecht in die Verträge und damit auch die Preiskontrollen gegebenenfalls ein Mittel sein. Ich darf Herrn Urs Matti von der Eidgenössischen Finanzkontrolle das Wort übergeben. Er ist Jurist und Wirtschaftsinformatiker und war im Beschaffungswesen selbst tätig. Seit 3 Jahren leitet er den Bereich, über den er referiert. Ich darf übergeben, Herr Matti. Ja, gerne. Auch ich begrüße Sie herzlich. Zum dritten Thema, ein Spezialthema. Ich weiß nicht, wer schon davon gehört hat. Einsichtsrecht in die Verträge. Das ist tatsächlich so, wenn es eine Art Marktversagen, gibt, kommt eben dieses sogenannte Einsichtsrecht zum Tragen. Da werden wir dann im Detail darauf eingehen. Ich habe schnell eine Folie gelöscht, weil wir etwas zeitlich knapper sind. Aber ich schlage vor, Sie stellen Ihre Fragen einfach während meinem Referat. Und es ist sichergestellt, dass Herr Fischer dann um 15 Uhr sicher hier die Lampen löscht oder die Stecker rauszieht. Gut, also, was wir in dieser kurzen Zeit machen, ich mache eine kurze Einführung, weil eben das vielleicht ein Thema ist, das nicht jedermann bekannt ist. Was ist Einsichtsrecht und Preisprüfung? Mögliche Alternativen, das ist dann eher die Botschaft an die Vergabestellen.
Sie werden auch sehen als Lieferanten, es hat einige Lieferanten hier des Bundes, was so eine Preisprüfung macht, was da passiert, weil da kommen wir nämlich zu Ihnen, zu den Lieferanten. Da hat Herr Fischer dann ein bisschen Ruhe vor uns. Da gehen wir eben mal aus der Bundesverwaltung hinaus direkt zu Lieferanten und prüfen dort. Und am Schluss noch das Fazit der EFK zur Revision des Beschaffungsrechts, weil das ist ein Thema, das Einsichtsrecht und die Preisprüfung. Also kurz zur Definition. Das Einsichtsrecht ist heute vertraglich geregelt. Also wir haben weder im BÖB eine klare Anweisung noch in der FÖB. Da gibt es zwar etwas, aber wir vereinbaren das auf vertraglicher Ebene, das Einsichtsrecht. Die vertragliche Vereinbarung, wenn wir das zusammen vereinbaren, das heißt die Vergabestelle mit Ihnen als Lieferant, gibt es eine sogenannte Prüfstelle und die ist berechtigt, Preise zu prüfen bei Ihnen. Wenn ich von Ihnen rede, rede ich immer von den Lieferanten. Preisprüfstellen, das sind unabhängige Stellen. Da gibt es aktuell zwei. Das ist die EFK als ganz unabhängige Stelle und interne Revisionen der Bundesverwaltung. Die dürfen solche Preise prüfen. Das Einsichtsrecht heißt, wir haben Einsicht in Ihre Preiskalkulation, wenn eben kein Wettbewerb herrscht. Und die Preisprüfung heißt eigentlich die Aktivität, es zu tun. Darum spricht man immer vom einen oder vom anderen oder von beiden. Einsichtsrecht in die Verträge und wir prüfen. Ganz wichtig, auch wieder an die Adresse der Lieferanten, das Einsichtsrecht und die Preisprüfung, die sollen eine präventive Wirkung haben. Also es geht uns nicht primär darum, dass wir von ihnen Geld zurückbekommen. Wir sind eigentlich glücklich, wenn wir bei Lieferanten feststellen, die haben sauber kalkuliert in einer Monopolsituation. Die verrechnen dem Bund nicht überhöhte Preise. Sie schädigen den Bund nicht. Und das ist eigentlich das beste Resultat grundsätzlich. Darum, es hat im Wesentlichen eine präventive Wirkung. Das Einsichtsrecht ist geregelt. Zwar heute in der FÖB gibt es einen Artikel 5, aber das ist... Der besagt nur, dass man das Einsichtsrecht regeln soll, vertraglich. Das heißt, er ist nicht sehr wirksam. Wir haben das Finanzkontrollgesetz, das ermächtigt eben die eidgenössische Finanzkontrolle, solche Preisprüfungen durchzuführen. Und es gibt eine Richtlinie des Finanzdepartements und einen Leitfaden, der ist öffentlich zugänglich. Da sieht man, wie so eine Preisprüfung vor sich geht, was da stattfindet. Wann gibt es Preisprüfungen? Die Voraussetzung für Preisprüfungen, fehlender Wettbewerb, eben eine Monopolsituation. Die Vergabestelle macht mit dem Lieferanten direkt einen Vertrag. Und sobald der Wert 1 Million überschreitet, ist die Vergabestelle eben verpflichtet, ein solches Einsichtsrecht in die Verträge hineinzuschreiben. Wichtig ist der zweite Punkt bei fehlendem Wettbewerb. Das vergessen wahrscheinlich auch die ein oder andere Vergabestelle. Es ist auch so, wenn Sie sagen wir mal, ein normales Beschaffungsverfahren im Wettbewerb machen und Sie erhalten nur eine Offerte, dann heißt das, die Vergabestelle kann den Preis nicht mehr vergleichen. Sie kann keine Offertvergleiche mehr machen. Und auch dort ist es eigentlich vorgegeben, dass eine solche Einsichtsrechtsklausel im Vertrag sein muss. Das ist etwas Spezielles, aber das steht in dieser Richtlinie. Ja. Ja, nur los. Wenn wir von Software-Lizenzen sprechen, also wiederkehrende Software-Wartung, die ja vielfach Freihand vergeben wird, SAP, Microsoft, Oracle, wie sie alle heißen, gehe ich davon aus, dass die Bund dort auch Einsichtsrecht nimmt, wenn das höher als 1 Million ist. Ja, das ist eigentlich eine Folie, die ich unterschlagen habe. Es ist tatsächlich so, das wollte ich darauf eingehen, es gibt Monopolsituationen mit Markt und es gibt Monopolsituationen ohne Markt. Und ohne Markt ist es tatsächlich auch für den Bund schwierig, Einsichtsrecht zu vereinbaren, weil die Abhängigkeit natürlich sehr hoch ist.
Hingegen gibt es Monopolsituationen und nebendran ist für dieses Gut genauso ein Markt. Und da hat es natürlich die Vergabestelle etwas einfacher, beziehungsweise da soll sie auch ihren Verhandlungsspielraum nutzen. Monopolsituationen ohne Markt sollten natürlich vermieden werden. Und Sie sprechen große Monopolisten an und das ist entsprechend schwierig, mit ihnen solche Einsichtsrechte zu vereinbaren. Ja. Eine Überwachung über das Land hinaus nicht möglich, gerade bei diesen großen Herstellern. Ja, das ist... Wir unterliegen ja auch dem GPL. Ja, also wir, sagen wir mal die Schweiz, solange wir das vertraglich regeln, ist es nicht so problematisch, auch ins Ausland zu gehen als Behörde und Preisprüfungen zu machen. Sobald es aber hoheitlich wird, ist eine direkte Preisprüfung durch eine Preisbehörde nicht möglich. Da brauchen Sie Amtshilfe aus dem Ausland. Aber machbar, nicht ausgeschlossen. Yes. Noch eine Zusatzfrage. Ja. Sie haben jetzt gleich gesagt, mit diesen Firmen zu vereinbaren. Also Sie überhören, dass Sie versuchen, irgendetwas zu vereinbaren. Wenn ich aber das Richtige verstehe, ist zumindest für Schweizer Unternehmen das nicht etwas, was mit dem Bund vereinbart wird, sondern das ist einfach gegeben vom Gesetzes her. Also da sind wir verpflichtet, dass wir ihnen Einsichtsrecht geben, sofern dass die Punkte, die Sie vorhin erwähnt haben, zutreffen. Heute ist es so, dass es vertraglich geregelt sein muss. Also es muss in Ihrem Vertrag stehen. Es spielt keine Rolle. Ja, es muss im Vertrag drinstehen. Ja. Das soll eben ändern mit der Böbrevision. Dass man das nicht jedes Mal vertraglich regeln muss, sondern dass das eben durch das Gesetz vorgegeben ist. Ist eine gewisse Vereinbarung, wir kommen noch, Vereinfachung, wir kommen noch darauf. Der dritte Punkt, es kann Ausnahmen geben, eben weil vielleicht gar kein Vertragsabschluss zustande käme für ein Gut, das der Bund dringend braucht. Da hat auf Stufe Amtsdirektor, hat ein Amtsdirektor die Möglichkeit, eine Ausnahme zu bestimmen. Einfach als Notmaßnahme, wenn ein Vertrag nicht zustande käme. Oder wenn der Preis bestimmt werden kann durch Marktvergleiche. Inhalt einer Preisprüfung, das ist eigentlich eine kurze Sache, da sind wir ein paar Tage vor Ort und es ist eine recht buchhalterische Geschichte. Wir werden das dann sehen, ich zeige dann kurz das Schema. Es geht eigentlich ganz einfach darum, den Verkaufspreis zu nehmen und zu schauen, ob die Kosten, die auf diesen Verkaufspreis laufen, ob die angemessen sind und nachvollziehbar. Grundsätzlich eine einfache Sache, im Detail natürlich nicht so. Und es braucht Spezialisten für gewisse Güter oder Dienstleistungen, die das beurteilen können, was ist angemessen. Da kann man natürlich gütlicher darüber streiten. Gibt es genügend Fälle. Der zweite Punkt ist so etwas Spezielles. Man kennt sie, diese Klausel, das heißt Meistbegünstigungsklausel. Da versucht man herauszufinden, ob der Preis, den der Lieferant dem Bund verrechnet, übereinstimmt mit Preisen, die er anderen Kunden für ähnliche oder gleiche Leistungen verrechnet. Da will man mit anderen Diensten, aber mit keinem anderen. Das ist ein großer, kleiner Unterschied. Mit keinem anderen oder bei anderen. Weil es ist ja mir wiederum sicherzustellen, dass ich Ihnen als Kunden einen marktüblichen, guten Preis gebe, wenn ich aber aus irgendeinem Grund bei irgendeinem anderen einen tieferen Preis machen, weil das die Strategie ist. Ja, genau. Dann kann ich das würde aber hier nicht gehen. Genau, das ist so, das ist auch so gemeint. Ne? Ja, bei unter gleichen Bedingungen. Ne? Das ist so, dass dann immer die Frage, sind es gleiche Bedingungen oder sind es eben nicht gleiche Bedingungen. Das Ganze hat schon Auslegungsbedarf, wenn man dann ins Detail geht. Aber ich kann Ihnen versichern, unsere Erfahrung zeigt, es ist immer lösbar. Ich schiebe trotzdem kurz ein, vielleicht, dass Sie eine Größenordnung erhalten, wovon sprechen wir. Zivile Bundesverwaltung ohne Armee gibt es Einsichtsrechte pro Jahr in der Höhe von rund 100 bis 200 Millionen. Tendenz eher sinkend, weil das ja immer gekoppelt ist an Freihänder. Und das heißt,
Ein Freihänder kann eben ein Einsichtsrecht provozieren und die Freihänder will man reduzieren. Also wir sind da sinkend und für uns wäre das Schönste, wenn es das gar nicht mehr brauchen würde, aber das wird noch eine Zeit lang gehen. Auf Armeeseite ist natürlich das Preisrecht, das kommt auch von dort, sind die Beträge eher höher. Da ist man ja sehr oft im Kriegsmaterialbereich vom Beschaffungsrecht ausgenommen und darum wird dort konsequent natürlich diese Klausel eingeführt. Und da geht es tendenziell um höhere Beträge noch. Aber in der zivilen Bundesverwaltung 100 bis 200 Millionen. Trotzdem ein beachtlicher Betrag. Ja. Wie weit geht denn dieses Einsichtsrecht? Geht es auch zu den Subakkordanten, dass man auch die dann mit überprüft? Ja, das ist, habe ich da nicht geschrieben. Das ist genau auch so, wenn ein Subakkordant einen Subauftrag bekommt, der über 1 Million ist, dann muss man auch dort, das ist dann die Verpflichtung des Lieferanten, das zu machen, dieses Einsichtsrecht dort auch zu vereinbaren. Gelingt auch nicht immer, aber immer öfter. Ja, das ist so. Gehen wir kurz aufs Schema. Wenn Sie Betriebswirtschafter sind, dann ist das für Sie klar. Es ist ganz ein einfaches Schema, Zuschlagskalkulation. So schütten wir eigentlich eine Buchhaltung, die vielleicht ganz anders strukturiert ist bei Ihnen, bei einem Lieferanten, schütten wir in dieses ganz einfache Schema um ganz auf eine einfache Art den Preis nachzuvollziehen. Ich zeige Ihnen jetzt zwei, drei Beispiele, was man da entdecken kann, ohne Ihnen gleich eine Anleitung zu geben, was man machen könnte. Aber nur so, dass Sie spüren, Sie wissen ja das auch, aber das zu spüren, worum es geht. Bei Materialkosten geht es um Fremdwährung. Ist die korrekt umgerechnet zum richtigen Zeitpunkt? Wurden Mengenrabatte weitergegeben? Hat der Bund von diesen profitiert? Das ist seine Frage. Bei den Fertigungskosten geht es um die Auslastung. Wurden da mangelhafte Auslastungen in diesen Auftrag transferiert? Skaleneffekte, Serieneffekte, Lernkurve. Das ist ein Thema in der Fertigung, gerade wenn Sie mehrere Lose, da reden wir jetzt eher von der Industrie, mehrere Lose machen, erwartet man da natürlich einen Lerneffekt, der sich auf die Fertigungskosten niederschlägt. Bei den Zuschlägen, dass die Zuschläge zwar kalkuliert werden, aber hinten dran eigentlich keine Kosten auflaufen. Und wie wir kurz angesprochen haben, ist es ein vergleichbarer Preis, entspricht es der Meistbegünstigung. Das ist so in etwa kurz gesagt, das prüfen wir und am Schluss stellen wir fest, ja, das ist alles plausibel, korrekt. Sie haben jetzt nicht gefragt nach dem Gewinn, das ist immer ein Thema, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber ich sage es trotzdem, wir reden von einem angemessenen Gewinn, der ist auch nicht definiert, da kommt es auch auf die Branche drauf an. Das muss nicht ein harter Wert sein, im Gegensatz zu Deutschland. Dort ist das Preisrecht gesetzlich festgelegt. Und da gibt es eine Formel, wie man den Gewinn berechnen kann. Und da schüttet man ein paar Werte hinein, dann ist es klar. In der Schweiz gilt es heute nicht und auch in absehbarer Zeit wohl nicht. In Deutschland ist es sehr stringent geregelt, dieses Preisrecht. Ja. Sie haben eingangs erwähnt, dass das Instrument, das Sie benutzen, ist eine Preisreduktion, falls es nicht konform ist. Mhm. Kann es auch im strengsten Fall zur Vertragsaufhebung führen? Da komme ich noch darauf, das ist dann im neuen Recht geregelt. Was ich vielleicht hier gerade erwähnen kann, ist, eine Preiserhöhung ist immer ausgeschlossen. Einfach nicht, dass Sie denken, wenn wir jetzt sehen, Sie haben schlecht gearbeitet mit diesem Auftrag. Das geht nicht. Erhöhen tun wir nie. Es gibt eine Null oder eine Reduktion. Kurz mögliche Alternativen zur Preisprüfung. Wie gesagt, wir finden das Instrument wichtig und gut, aber wenn es Alternativen gibt, ist das nach unserer Meinung nach immer besser. Kurz, da die roten Punkte,
für uns wichtig, besser marktgängige Produkte als Eigenentwicklung. Weniger Swissness macht es auch einfacher. All diese Spezialentwicklungen fördern nicht den Markt oder die Konkurrenz. Das sollte man reduzieren, eliminieren. Da ist sicher Herr Fischer tatkräftig dran an diesem Thema. Ich glaube, das ist für den Bund wichtig, da ein bisschen in einen Standard hineinzugehen. Beim Bedarf ist die EFK klar der Meinung, und wir haben das auch in der Revision des BÖB eingebracht, man sollte eigentlich die Freihänder reduzieren, dafür eher unter Wettbewerbsbedingungen einen längeren Vertrag zulassen. Und zwar an den Lebenszykluskosten ausgerichtet, dass eben ein Vertrag nicht nach 4 Jahren künstlich endet. Und dann muss man doch einen Freihänder machen. Wir sind der Meinung, besser 8 Jahre ausschreiben unter Wettbewerbsbedingungen und kein Freihänder. Und sehr oft schließt man damit den Markt nicht gänzlich aus. Das ist natürlich immer eine Frage. Aber das wäre uns viel lieber als diese kurzen Vertragsdauern und dann diese ewigen Folgefreihänder, die einfach unbefriedigend sind und unserer Meinung nach auch höhere Preise provozieren, weil dort eben dann der Markt nicht mehr spielt. Ein weiteres Problem, das, glaube ich, die Beschaffungsstellen langsam auch besser in den Griff bekommen, dass man zwar im Wettbewerb ausschreibt, aber irgendwo in eine Monopolsituation hineinschlittert und plötzlich ist man eben trotzdem in einer Monopolsituation und hat dann natürlich das Einsichtsrecht nicht vereinbart. Das sehen wir auch noch recht oft. Man beginnt sehr gut, es endet dann irgendwo in einer Sackgasse. Und das Letzte vielleicht noch. Wir sind der Meinung, man sollte sogar eben Preisprüfungen vor Vertragsunterzeichnung machen. Ist heute nicht die Regel, wäre effizienter unserer Meinung nach, dass man kurz vor Vertragsabschluss die Kalkulation prüft, die Freigabe gibt, Vertrag unterzeichnen und die Sache ist dann eigentlich erledigt. Nachher wird es immer aufwendig, auch für Sie, für die Lieferanten. Das sind so Ansätze von Alternativen, die wir durchaus sehen. Ja, das Einsichtsrecht im Wandel. Tatsächlich haben wir es geschafft, dass das Einsichtsrecht von Verordnungsstufe auf Gesetzesstufe anzuheben. Und weil es jetzt auf Gesetzesstufe ist, braucht man es nicht mehr vertraglich zu regeln. Und wie Sie angesprochen haben, wegen der Vertragsauflösung, da ist jetzt neu geregelt, also wenn sich ein Lieferant weigert, die Preiskalkulation offenzulegen oder das behindert, kann man ihn in dem Sinne strafen, dass man ihn nicht mehr zulässt zu weiteren Vergaben, eigentlich analog den anderen Sanktionsmöglichkeiten. Vorteil der Gesetzesregelung ist, dass man zukünftig Preisreduktionen mit Verfügung erlässt. Und da hat der Lieferant dann die Möglichkeit, eine Beschwerde einzureichen, ganz normal, wie es bei einem Beschaffungsverfahren wäre. Das ist für beide Seiten ein einfacherer Weg. Heute führt der Weg, wenn Sie als Lieferant das Urteil oder den Entscheid nicht akzeptieren, führt das über Zivilgerichte. Und das ist relativ kompliziert und teuer. Darum eine unbeliebte Gangart. Prüfstellen sind nach wie vor die EFK und interne Revisionen. Da streitet man sich über die Unabhängigkeit. Und ich bin überzeugt, in der parlamentarischen Diskussion wird das sicher noch zu reden geben. Wirtschaftsverbände sind natürlich da nicht sehr erfreut über diese Regelung. Fazit der EFK: Das Einsichtsrecht hat eine präventive Wirkung. Da sind wir überzeugt. Die Reduktionen nehmen eigentlich laufend ab.
die Prüfung der EFK nehmen laufend zu. Also es ist für uns ein strategisches Ziel, dort vermehrt zu prüfen. Die präventive Wirkung scheint zu wirken. Wir unterstützen damit die Sparanstrengungen des Bundes, das ist ein erklärtes Ziel. Und innerhalb der Schweiz, das muss man sagen, wird eben die Durchsetzung einfacher. Und jetzt noch das große Aber, so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Es soll die letzte Maßnahme bleiben. Es soll ein bisschen der Notartikel, den wir behalten wollen. Aber wir sind natürlich für wettbewerbliche Ausschreibungen. Und da sehen wir durchaus im Bund Tendenzen in die richtige Richtung. Falls Sie Fragen haben, jetzt gerade, ja. Wie ist die klinische Erfahrung? Wie viel hat der Bund schon gespart durch diese Möglichkeit? Ja, wir haben angefangen, da ein bisschen das aufzuarbeiten. Das gibt es ja. Ja. Sie können aber beruhigt sein. Ich kenne keinen Fall, wo wir in die zweistelligen Prozentsätze gingen für Rückzahlungen, außer es wäre wirklich ein Missverständnis, aber es war ein Einzelfall. Da ging es wirklich um einen offensichtlichen Fehler oder einen nicht offensichtlichen für den Lieferanten. Aber im Normalfall sind es kleine Prozentbeträge. Ja, ja. Aber wird das denn letztendlich in der Zukunft mehr ausgenutzt oder fast provoziert, dass dann die Finanzkontrolle das eigentlich echt warnt, wenn man keine Preisverhandlung. Ja, nein, also das ist klar. Also das Einsichtsrecht gilt nur in Monopolsituationen, also wenn Sie nur ein Angebot haben. Wenn Sie jetzt ein offenes Verfahren machen und zukünftig nicht mehr verhandeln dürfen, finde ich das persönlich schade. Aber das hat dann keinen Zusammenhang. Aber wenn ein Verfahren, wo nur ein Anbieter dann gewinnt und keine Preisverhandlungen mehr gemacht werden dürfen. Zukünftig. Ja, das wäre schon fast herausgefordert. Ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man mit einem Lieferanten nicht verhandeln darf. Also das ist für mich schon fast ein Muss. Und das glaube ich nicht, dass das, ich schaue Herr Fischer an, dass das neue Beschaffungsrecht das verhindern würde. Verhandlung mit einem Monopollieferanten, glaube ich, das muss zulässig bleiben. Freihändigen Verfahren, ja, genau. Ja, würde ich jetzt mal. Die Verhandlungsstärke ist ja so oder so etwas eingeschränkt. Bei einem Lieferanten, ne? aber immerhin. Ich danke Herrn Matti sehr herzlich für seine Ausführungen. Er hat sozusagen eine Keule zu schwingen, eine Drohkeule. Ja, es geht darum, dass er sie nicht nutzen muss, genau, oder will. Genau, aber genau. So ist das Instrument ungefähr, denke ich, angedacht. Mhm, richtig. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.